Thank you.
Herzlich willkommen zum Livestream von der Zeltner Weihnacht heute Abend. Ich freue mich, dass ihr euch live dazugeschaltet habt und hier heute Abend mit uns zusammen feiert. Mein Name ist Daniela Terrassos, ich gehöre zum Team von Compassion Schweiz und mir nimmt es Wunder, von wo aus du heute Abend zuschaust, in welchem Dorf oder in welcher Stadt, dass du es dir auf dem Sofa gemütlich gemacht hast und in was für einem Setting, dass du hier dabei bist. Schreib doch etwas in den Kommentaren unter dem Stream. Mein Herz brennt für Kinder. Kinder hier in der Schweiz, aber auch Kinder, die weit weg leben. Ich habe selber drei, aber unser Stargast, der hat sogar doppelt so viel. Wir heißen sehr herzlich willkommen, der Dan Zeltner und seine Band. Ich würde sagen, heißen ihn doch mit einem warmen, herzlichen Applaus willkommen. Am Bäumli flackern, wir singen oh du fröhliche. Uns wird's warm ums Herz, Lieder singen, oh wie schön. Hey, mein Liegig, für sie da, ja, dank der Liebsten, wo mit wir sind bereit für Rock'n'Roll. Wir werden frohe Feste kommen. Leider geht Zeit viel schnell vorbei, lasst es rum. Wir singen schöne Weihnacht überall in unseren vier Landessprachen plus noch Englisch. Gut. Schöne Weihnacht überall, Bellas Fessas da Natal, Schweie Noel, du Le Monde, Bon Natal a tutti voi. Merry Christmas everyone, wünscht man sich im ganzen Land, wünscht man sich im ganzen Land. Schöne Weihnacht überall. Merry
Es hört gut, was die Engel singen. Gott gehört dir und Herrlichkeit. Frieden gilt jetzt allen Menschen, wo er seine Liebe zeigt. Freut euch von ganzem Herzen, jubelt all so laut wie es geht. Singet mit dem Engelschor, Gott ist auf die Erde gekommen. Singet mit dem Engelschor, Gott ist auf die Erde gekommen. Auf, was die Engel singen, alle Ehre gehört Gottes Sohn. Heute ist Christus auf die Welt gekommen, er ist die Liebe in Person. Das Licht vor Welt ist jetzt erschienen, die Hoffnungslosigkeit ist zählt. Jubelt mit so laut wie es geht, Gott hat sich den Menschen gezeigt. Jubelt mit so laut wie es geht, Gott hat sich den Da sind tausend Stimmen, die voller Freude singen. Frieden auf Erden. Tausend Stimmen, die Freude kommt bringen. Gott ist Mensch geworden. Der Retter ist da. Macht euch auf zu mir. Der Retter ist da. Macht euch auf. Alle Hände jetzt nur noch Stunden, ab dem wird's
Singen wir noch. Halleluja. Spaß, gelb und
Wow, so cool. Komm ich doch rüber, Dan und Janis. Nehmt Platz, seid so gut. Es fängt mega da die alten Weihnachtsmelodien so in einem neuen Kleid zu hören. Super. Wir sind mega gemütlich, gell, in unserem warmen es ist wunderbar. Wald heute. Es schmeckt auch super von diesem Boden hier in dem Studio 21 zu Bern, wo wir sind. Ursprünglich war es, glaube ich, ein bisschen anders geplant gewesen, oder? Ja, eigentlich sollten wir jetzt draußen am Frühjahr sein. Also wir haben wirklich, nachdem das Corona unsere geplante Tour eigentlich schon mal durcheinander gebracht hat, gedacht, wir sind so clever und wir machen es draußen. Vor Waldhütten hatten wir eine schöne Tour mit 13 Konzertplan. Ja. Und das ist jetzt auch nochmal alles gestrichen worden. Jetzt sind wir wenigstens da drinnen, haben ein bisschen Waldhütten-Feeling. Genau. Aus ihrer Wärme ist vielleicht gar nicht so schlecht. Das ist so. Außerdem sehe ich im Chat, dass wir wirklich Leute aus der ganzen Schweiz zugeschaltet haben. Das ist mega cool, dass ihr alle da seid. Nicht nur aus der Schweiz, wir haben Leute aus Deutschland, aus Hallehoge. Das ist ziemlich weit im Norden, wenn es mir recht ist. Von Almens sehe ich da, von Riggisberg, von Toffen. Genial. Schön, dass ihr alle dabei seid. Der Grund, dass wir hier gemeinsam hocken, wir von Compassion und du als Musiker, das sind ja da die drei Kinder, oder? Genau, Janis. Kennst du die? Kannst du etwas sagen zu denen? Also, das ist Sarah, das ist David und das ist Vandia. Ja. Und wer sind die drei? Was ist mit denen los? Ja, das sind unsere Patenkinder, die wir dafür unterstützen und glauben, dass ihr Leben eine Funke Hoffnung haben darf. Genau. In welchem Land leben sie, Janis? Kenia. Genau. Die drei sind alle drei in Kenia daheim. Wie ist es bei euch? Vielleicht haben die ein oder andere von euch auch ein Patenkind. In welchem Land lebt dein Patenkind? Schreib doch unten im Chat, in welchem Land dein Patenkind lebt. Die drei sind in Kenia. Wir haben es gesagt, das ist Sarah. Die lebt im Maasai-Land, ein ganz ländliches Gebiet. Wir haben das Bild, vielleicht kannst du das mal einblenden. Das ist eine Region, in der die meisten Leute sehr, sehr einfach leben. Sie sind einfache Viehhirten. Die Gegend hat immer wieder Probleme mit Dürren, weil es nicht regnen kann, wächst kein Futter für die Vieh. Es gibt auch Heuschreckenschwärme, die die ganze Ernte vernichten. Es gibt auch Krankheiten wie Malaria, Denguefieber, die Kinder und die Familie bedrohen. Die zwei, die wohnen ein bisschen in einem anderen Umfeld, die sind in der Stadt daheim, in Nairobi. In einem Stadtteil, der heisst Dandora. Und Dandora ist bekannt für eine riesengroße, grusige Müllhalde. Viele der Familien, von den Patenkindern, die dort im Kinderzentrum sind, mit diesen zwei, arbeiten auf dieser Müllhalde. Sie suchen im Abfall nach Material, das irgendeinen Wert hat, das sie können verkaufen können, zum Recyceln oder sonst irgendetwas, das noch wertvoll ist. Und obwohl es verboten ist, arbeiten auch schon kleine Kinder. Aber auch schwangere Frauen und alte Leute arbeiten in diesen Müllhalden, die überhaupt noch nie irgendetwas anderes gesehen haben in ihrem Leben. Ja. Das nimmt mich schon ein Wunder. Es war ja nicht ein einfaches Jahr. Ja. Hat das die Kinder auch geprägt, Corona, jetzt allgemein für Compassion dort, wo Kinder unterstützt werden? Ja, auf jeden Fall, genau. In den meisten Ländern, wo Compassion arbeitet, ist die Corona-Krise vor allem eine Hungerkrise. Wenn die Leute nicht arbeiten können, dann haben sie kein Einkommen und dann bringen sie am Abend nichts zu essen auf den Tisch. Okay. Gerade afrikanische Länder wie Kenia oder auch andere Länder von Südamerika, ich weiß nicht, haben wir da? Habt ihr schon geschrieben, von wo das eure Patenkinder sind? Peru, Brasilien, Indonesien, Philippinen heisst genau. Kolumbien. Honduras, Kolumbien, genau. In vielen von diesen Ländern ist wirklich Kinderarbeit ein grosses Thema. Gerade eben jetzt, wenn vielleicht auch die Eltern den Job verloren haben, müssen die Kinder wieder mehr an die Säcke, müssen arbeiten, können die Schule durch das. Das ist ein grosses Thema, genau. Wow. Genau. Von den asiatischen Ländern, Philippinen haben wir gesehen, gell? Hat jemand geschrieben. Mhm. Unsere Kolleginnen und Kollegen von Compassion in den asiatischen Ländern erzählen uns, dass ihr grösster Kampf ist gegen Cyberkriminalität und Ausbeutung von Kindern im Internet. Wir wissen zum Beispiel von den Philippinen, dass die Zahl der Opfer von Kindern, die im Internet sexuell ausgebeutet werden, sich verdreifacht hat seit dem Ausbruch der Krise. Genau. Und eben gerade afrikanische Länder wie Äthiopien habe ich auch noch gesehen. Dort ist auch Kinderheirat ein grosses Thema. In Äthiopien werden 4 von 10 Kindern, also Mädchen, verheiratet, bevor sie volljährig sind.
Und das bringt häufig Probleme für sie. Eben, sie gehen nicht mehr weiter in die Schule, sie werden häufig schon als Teenager schwanger. Und mit den ganzen Komplikationen, die das bringt für ihre eigene Zukunft und Gesundheit, aber auch für die Gesundheit von ihren Kindern, die viel grösseres Risiko haben, wenn sie so junge Mütter haben. Genau. Das ist schon privilegiert, he? Dass wir so gut haben bei uns. Ja. Meinen Kindern ist auch aufgefallen, dass sie bei Corona hat es wirklich wahnsinnig gestunken, dass sie daheim lernen mussten. Und sie waren dann mega froh, dass sie wieder in die Schule dürfen. Ich glaube, auch viele Schweizer Kinder haben das ja besser begriffen, dass Schulbildung wirklich ein Privileg ist. Ich weiß nicht, ob es bei dir und deinen Geschwistern vielleicht auch ein bisschen so war. Gell? Oder dann froh sie, dass sie wieder gehen dürfen. Genau. Auch wenn wir sehen, dass die Not der Kinder wirklich gross ist, ist es ja auch umso ermutigender, dass wir wissen, dass wir eben mit lokalen Kirchen zusammenarbeiten können und dass die Kinder, die in einem Compassion-Programm sind, dass wir die eben wirklich betreuen, können begleiten und auch beschützen können. Genau vor solchen Gefahren, vor Ausbeutung, vor Kinderarbeit, vor Kinderheirat, vor all diesen Gefahren haben die Kinder wie eine Anlaufstelle, haben sie jemanden, der sich für sie einsetzt und der sie auch beschützt von dem. Genau, so wie eure Patenkinder. Ja, und also an dieser Stelle möchte ich natürlich euch Zuschauer ermutigen, nicht nur hier zuzuschauen, sondern wirklich Action zu machen. Das ist keine Werbeveranstaltung, sondern wir wollen wirklich Weihnachten zu diesen Kindern bringen. Das ist unser Anliegen. Mit 42 Franken können wir ein Kind unterstützen, dass es schulische Ausbildung geniessen kann, dass es medizinische Versorgung bekommt. Weil, Armut sagt immer zu einem Kind, du bist nichts wert. Aber wenn wir wirklich unterstützen, es gibt einfach eine neue Würde diesen Kind. Und dazu möchte ich euch wirklich unterstützen. Das kann ganz praktisch passieren. Und zwar heute am Geschichtsstand, wenn ihr den Livestream nachher noch schaut, es ist immer möglich. Und zwar yes. Per Webseite, gell? Mit compassion.ch/jetzt. Und dort seht ihr ganz viele Kinder, die jetzt gerade Unterstützung brauchen, wo wir auf der Suche sind für jemanden. Genau. Mhm. Und einfach, wo wir als Familie haben das gemacht. Und ich finde es genial, es tut unseren Kindern auch gut. Mhm. Können teilhaben an einem Leben, das weniger privilegiert ist. Es ist ja wie ein Fenster, oder? In eine andere Welt. So erlebe ich es bei meinen Kindern, dass sie da wirklich wie, ja, noch eine andere Realität lernen können. Total. Genau. Also, und merke aber auch, dass man etwas verändern kann, dass man nicht nur tatenlos zuschaut, oder? Sondern dass man wirklich den Hang hat, etwas zu bewirken. Und dass man eine Beziehung kann haben mit diesen Kindern und das miteinander schreiben und beten für die Kinder. Und das ist wirklich... Genau, und hier haben wir noch ein ganz... Das ist der, ein praktischer Ansatz, der Ryan. Und der sucht jetzt gerade eine Patin oder einen Paten. Und die Person, die sich jetzt meldet, als erstes im Livestream-Chat, die bekommen noch seltener Weihnachts-CD zugeschickt. Yes, wow. So. Cooles Angebot. Ja, das ist genial. Genau. Also, wenn du Pat oder Patin werden vom Ryan, der in Indonesien lebt, er ist dreijährig. Genau. 2017 ist er geboren. Genau, dann schreibt sie in den Chat und wir nehmen nachher mit dir Kontakt auf. So genial. Und wir wissen, dass es funktioniert. Es gibt Tausende von ehemaligen Patenkindern, die wir wirklich sehen, dass sie den Weg aus der Armut heraus gemacht haben. Einer von ihnen ist der Remi. Wir haben ihn letzten Herbst kennengelernt. Er war so für eine Speaker-Tour in der Schweiz. Wir waren mit ihm auch hier im Studio 21 und er hat uns seine Geschichte erzählt. Er ist in Ruanda geboren, unter ganz so schwierigen Umständen rund um seine Geburt. Das hat mich ein bisschen an andere Geburt erinnert, die nicht ganz einfach war, die wir da bedenken in dieser Saison. Genau. Er ist mit Albinismus auf die Welt gekommen. Das heisst, er ist als einziges weisses Baby in einem Dorf auf die Welt gekommen, wo alle Leute schwarz sind. Und weil Albinismus in Ruanda als Fluch betrachtet wird, hat seine Familie ihn verstoßen und er war, bis er vierjährig war, in einem Stall aufgewachsen, zusammen mit den Säuen und mit den anderen Tieren, die seine Adoptivfamilie hatte. Und sein Leben hat sich erst verändert, als er mit 5-Jährigen ins Compassion-Programm aufgenommen wurde, wo die Mitarbeiter von Kirche seine Familie auch konnte aufklären über die Behinderung, was das ist, was seine Bedürfnisse sind. Und wer für ihn ganz eine wichtige Rolle hat gespielt, das sind seine Partner, die ihn wirklich durch Briefe ermutigt haben, in sein Leben hineingesprochen. Und heute ist er ein stabiler, gesunder, junger Mann mit einem festen Job, wo das Einkommen, wo der Versorger ist von seiner ganzen weiteren Familie eigentlich. Und Anfangs Monat hat er geheiratet. Er hat uns noch Fotos geschickt von seiner Hochzeit. Wie habe ich mir vorhin schnell den Link geschickt zur Weihnachten gesagt, hey, Studio 21, erzähl heute Abend deine Geschichte. Und vielleicht schaut ihr zu.
Genau, genau. Hat wirklich den Weg aus der Armut gemacht. Genau. Super Sache. Also, das ist, heute Abend gibt es die Gelegenheit, Pate oder Patin zu werden. Der Dan hat es gesagt. Und, ich würde aber auch sagen, dass wir noch ein bisschen weiter feiern. Ich glaube, ihr noch mehr Musik für euch. Ja, ja. Also gut, nehmen wir noch einen. Komm, seid so gut. Also liebe Leute, ich nehme mich mit rein in eine Geschichte, die ich in der ersten Klasse erlebt habe. Und zwar habe ich gemolden für die Rolle von Josef. Die Maria hat doch den besten Mann verdient, oder? Aber leider bin ich nicht geworden. Die Lehrerin hat mich anders eingeteilt. Jetzt spiele ich halt den Schaf und bin eins von vielen. Am Geschichten fangen wir an. Wir starten mit der ersten Szene. Kaiser Augustus wollte eine Volkszählung machen. Jeder muss an seinen Heimatort, wo er ist, aufgewachsen. Die Maria und der Josef müssen nach Bethlehem. Eine lange Reise für beide, mit einem grossen Problem. Die Maria ist nämlich im 9. Monat schwanger. Jetzt fängt schon die Wehen an, warten kann sie nicht mehr länger. Zum ersten Mal in Szene 1 kommt Action ins Spiel. Maria und der Josef haben nur noch ein Ziel, eine Herberg zu finden, wo sie kann gebären kann. Doch kein Zimmer ist mehr frei, sie müssen irgendwo her. In letzten Minuten haben sie noch eine Möglichkeit gesehen. Es ist ein Stall, der stinkt, den müssen sie einfach nehmen. Die Hektik ist vorbei und man gönnt ein paar die Ruhe. Es sieht so aus, als ginge ins Krippenspiel am Ende zu. Doch jetzt kommt der Chor auf die Bühne und alle Zuschauer sind froh, dass das Theater weitergeht. Und das Beste kommt erst noch. Der Abschluss vom ersten Akt wird zum Highlight. Ein bekanntes Lied wird gesungen. Es ist eine echte Freude. Stille Nacht. Singen alle mit. Heilige Nacht. Alles schläft. Und nur einsam wacht. Okay, das war Szene 1 gesehen, ziemlich langweilig, weil ich als Schaf ja noch gar nicht vorbekommen. Aber jetzt kommt Szene 2. Here we go. Ich liege mit meinen Schäfchen, Kollegen auf der Bühne. Das ist mein grosser Moment. Lang habe ich auf diesen Auftritt gewartet. Ich blöcke dreimal hintereinander. Das ist als Zeichen für den einen von unseren Hirten. Er reibt sich die Augen und steht vor der Bühnenrand. Was soll das bedeuten? Es taget ja schon. Ich weiß wohl, es geht erst um Mitternacht rum. Schaut nur daher, schaut nur daher. Wie glänzen die Sternlein, je länger, je mehr. Die Hirten schauen nach oben und trauen ihren Augen kaum. Und wir Schäfli hören auf Grasen und sind ebenfalls stumm. Es blendet einem auf der Bühne und alle Scheine nerven sie an. Kann ich noch ein bisschen mehr Licht haben? Super. Und man sieht einen Chor von Engeln auf dem Podestli oben stehen. Sehr schön. Und die singen mit hellen Stimmen. Singen! Die Hirten haben vor Schreck gerade den Gack in den Hosen. Ein Engel steht vor ihnen und sagt, sie sollen jetzt gut hören. Hey, ihr Hosenscheisser. Nein, das hat er natürlich nicht gesagt. Freut euch! Heute ist der Heiland geboren. Es ist easy ihn zu finden. Er liegt nämlich in Windeln. Folgt dem Stern und sucht eine Krippe. Der Vorhang geht zu. Wir kommen schon zur dritten Szene.
Der Balthasar, Melchior und Kasper aus dem Osten trudeln ein auf dem Kamel. Sie kommen gerade vom Posten. Gold, wie Rauch und Mürren bringen sie als Geschenk. Und wir Schäfli blöcken eine Stunde. Wer hätte das gedacht? Das Baby in der Krippe wird wie ein König verehrt. Die Hoffnung ruht auf ihm, weil er Frieden beschert. Maria und der Josef sitzen beieinander. Wir Schäfli sind am Blöcken wieder dreimal hintereinander. Die Könige und Hirten beten das Jesuskindli an. Aus Dankbarkeit aus Gott für die Menschheit heute da. Zwei Mädchen kommen auf die Bühne mit ihren Flöten in der Hand. Auf Höhe fast spielen und alle singen miteinander. Go tell it on the mountain, over the hills and every single bit. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Go tell it, go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountain that Jesus Christ is born. Ja, das ist das grosse Finale. Wir sind leider schon am Ende. Alle Eltern sind am Klatschen und stolz auf ihre Kinder. Sogar ich habe vergessen, den Frust, den ich hatte, dass ich ein Schaf war und nicht der Maria, ihrem Mann. Ja, die Weihnachtsgeschichte ist mehr als nur ein Krippenspiel. Schließlich ist Gott Mensch geworden. Und das bedeutet mir mega viel. Frohe Weihnacht. Gott für
ist geboren. Freue, freue dich, o Christenheit. Hey, stay! Jetzt geht's ab, Rock'n'Roll, wir tanzen um den Weihnachtsbaum. Wenn wir schon mal als Family genug Zeit haben zum zusammen sein, dann muss man es richtig krachen lassen. Hey, ho, das ist Rock'n'Roll. En la cachines le sos gracias señor porque todo el día de hoy nos permitiste abrir nuestros ojos. Nos podrá reaccionar o como una sin llamada. Vishishmaha coronavirus curaha padi. I believe that you are the only one who could stop this. በኢየሱስ ስም እኛ ነን ጌታ ሆይ በመድረ ዙሪያ ያሉት ሁሉ ስፖንሰሮችን ከተብየው ከየተመስተናን ደስ ይበል. Release us from this pandemic. Ten misericordia de las naciones, Señor. 삶의 터전을 잃거나 경제적인 손실로 고통받는 사람들에게 Señor, protégenos del COVID-19. Guarda donde se encuentra. Tu llaga para nosotros, Señor. Pedimos que tú sanes nuestra tierra. Supla las necesidades que ellos puedan estar atravesando. Remove all fears from our hearts. Nosotros caminamos por fe y no por vista, Señor. Sí, mate. Si coronavirus es yo no sé. Tú tienes el control. We pray, Lord, that the leaders around this world. Nos pedimos que sea bien controlados. Ay, mi amiga. Lord, we need
your wisdom, your guidance. En dank u wel dat u onze schuilplaats bent. Lieve God, dank u dat u alles zo goed kunt geven. En u nog maken en uw hart zullen maken. Wij niet niet. Lord Jesus, we ask this in your name. Wow, so cool. Das war genial, oder? Für alle die von euch, die jetzt noch nicht genug haben, der Dan macht am nächsten Sonntag noch einmal einen Livestream. Ihr findet den Link und alles auf zeltnerweihnacht.ch. Er war mit seiner Überraschungstour unterwegs und das könnt ihr am Sonntag um 5 Uhr noch schauen. Ich möchte mich herzlich bedanken bei euch allen, die heute Abend mit uns gefeiert haben. Ganz ein grosses Merci an Dan, an deine Band, an unseren wunderbaren Kinderchor, aber auch an alle Leute, die bei der Technik gearbeitet haben und den Abend heute möglich gemacht haben. Merci vielmals euch allen. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte euch noch einmal daran erinnern. Geht auf compassion.ch. Werdet heute Pate von einem Kind und macht ihm und seiner Familie das beste Weihnachtsgeschenk, die sie sich vorstellen können. Zusammen können wir die Welt verändern. Ein Kind ums andere. Jetzt haben wir noch das letzte Lied von Dan und Band. Und nachher wünsche ich euch frohe Festtage und sage gute Nacht miteinander. Ein Stern, der so seltsam funkelt, viel heller scheint als gewohnt. Bleibt über Bethlehem stehen, verkünden, der König ist da. Einige hat sich schon gewundert, was das bedeuten soll. Das Zeichen in Nacht weckt Hoffnung, es ist Zeit für etwas Neues. Yeah! Draussen ist kalt und die Weisen geführt hat, verblasst schon nach kurzer Zeit. Doch das Licht von der Welt weiter, Christus in uns blieb. Sarah und Lukas, kommt schnell vorne, ihr könnt das nicht zeigen. Es geht folgendermaßen und ihr könnt daheim das auch mitmachen. Wir gehen einen Schritt vorne und einen Schritt zurück. Haben die Hände in die Luft und drehen uns. Kumpen auf und singen. So laut wie es geht! Das Licht ist viel stärker als Dunkelheit.
Das machen wir nicht. Alle zusammen. Wir gehen einen Schritt voran und einen Schritt zurück. Heben die Hände in die Luft und drehen uns. Kommt dann auf.